Oh mein Gott, Leute, es geht direkt krass weiter. Heute am 25. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops. Ich werde euch gleich alle Items hintereinander vorstellen, die wir heute bekommen haben. Zu Beginn sei aber nochmal ganz kurz gesagt, dass ich am Ende dieses Videos hier die Auflösung für das große Konsolenspiel ranhängen werde. Heißt also, am Ende dieses Videos werde ich einmal die 100 Euro von gestern auflösen und dann nochmal die Konsole, die ich ja jetzt hier über die letzten 24 Tage verlost habe. Außerdem habe ich überlegt, dass ich sowas noch häufiger machen werde. Vielleicht werde ich auch irgendwie ein paar Sponsoren finden, denn aktuell bezahle ich das ja alles komplett aus eigener Tasche und ich denke, das werde ich auch, glaube ich, auch erstmal für eine ganze Weile noch so machen, dass ich das alles selber zahle. Ich finanziere das komplett über den Creator, also wenn ihr mich supporten wollt und halt wollt, dass ich weiterhin so krasse Gewinnspiele mache, dann tragt gerne dort Snoxy ein, denn nur dadurch kann ich überhaupt die ganzen Gewinnspiele hier machen. Bei mir nutze ich quasi diesen Creator hier, um euch was zurückzugeben, also quasi ja, wenn ihr immer halt an Gewinnspiel teilnehmen wollt, auch in der Zukunft, einfach nur Snoxy hier eintragen und dann, ja, kommen auch weiterhin immer krasse Gewinnspiele, deswegen, ja, tragt gerne Snoxy dort ein und, ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal direkt zum Shop, wie gesagt, die Auflösung dann zum Ende des Videos. Fangen wir aber erstmal mit dem Funke-Skin an. Ein neuer legendärer Skin, der heute rausgekommen ist. Er kostet 2000 V-Bucks und ist so eine Art Prinzessin. Erinnert mich sehr an Frozen, wenn ihr den Film kennt. Ich denke mal, das ist auch mit Absicht so ein bisschen daran gemacht. Obwohl ich nicht weiß, ob das die richtige Zielgruppe ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele jüngere Mädchen, die sehr auf Frozen stehen. Ich habe das auch in der Verwandtschaft häufig mal mitbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch kleine Schwestern oder Cousinen oder so und könnt das bestätigen. Auf jeden Fall wäre, glaube ich, das der ideale Skin für die gewesen. Ja, ich finde auf jeden Fall trotzdem den Skin eigentlich ganz nice. Besonders der Backpack ist ziemlich cool, dieser Umhang hier, den es dazu gibt. Ansonsten, ja, ist auf jeden Fall ein ganz cooler Weihnachts- oder Winterskin eher gesagt. Dazu gibt es auch noch eine Hacke und zwar die Flockenhacke für 800 V-Bucks. Die finde ich vom Aussehen her ziemlich geil. Was mich so ein bisschen enttäuscht, ist der Sound. Ich spiele mal kurz ab. Der klingt so richtig Standard, also ich weiß nicht, da hätte ich mir irgendwie, keine Ahnung, da hätte ich mir so einen magischen Zauberstab-Sound vorgestellt oder was weiß ich, ja, einfach etwas Cooles und nicht nur, weil es sieht auch so mega heftig hier aus, diese Partikeleffekte und dann nur so ein Sound, wenn man mit der Hacke schlägt, ist ein bisschen enttäuschend. Ich hoffe, dass Epic Games da noch was nachpatcht. Ich meine, der Preis ist unglaublich gut mit nur 800 V-Bucks, so eine geile Hacke hier, die auch noch so animiert ist und so Partikeleffekte hat, richtig geil. Aber, wie gesagt, der Sound enttäuscht mich persönlich eher so ein bisschen. Und dann haben wir noch die Kristallkutsche, auch die hat natürlich einen extrem guten Preis. Wenn ich ein, zwei Monate zurückdenke und ich hätte euch diesen Gleiter hier gezeigt, dann hätte ich euch gesagt, jo Leute, was schätzt ihr, wie viel kostet der? Ich denke, die meisten hätten gesagt 1200 bis 1500, also episch bis legendär. Und für 800 V-Bucks ist das also auf jeden Fall ein absolut guter Preis. Er sieht halt krass heftig aus, hat hier auch wieder so ein Horn. Auch wenn ich es lustig finde, dass sie hier kein Lama draus gemacht hätten. Ich glaube, das wäre wieder so eine Chance gewesen, hier ja, vielleicht wäre es ein bisschen unpassend zum Skin gewesen, aber sie hätten quasi, sie wären sich treu geblieben und immer halt alle Pferde und so als Lamas darzustellen. Aber so auf jeden Fall auch ein cooler Gleiter, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu dem Skin hier, zum Funke-Skin. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von dem Skin haltet, ob ihr euch den zum Beispiel kaufen werdet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich den wahrscheinlich niemand kaufen wird und er dann später relativ selten werden könnte, so, weil sich dann, ja, wenn sich den niemand gekauft hat, dann gibt es halt so Skins, die dann irgendwann, wenn sie halt nicht mehr nochmal neu in den Shop kamen, richtig selten werden. Und bei dem könnte ich mir das durchaus vorstellen. So zum Beispiel habe ich mir damals diese Rockstar-Frau, die Powercore Frau gekauft, weil die einfach keiner mochte, als die rauskam. Und irgendwann kam, die kam ja dann nicht wieder und irgendwann wurde die einfach extrem selten. Und das könnte ich mir bei der hier auf jeden Fall durchaus vorstellen, dass die auch wieder so ein Skin wird, mit der man dann sehr auffällt. Genau, also das war jetzt erstmal zu dem neuen Set. Auch das werde ich natürlich heute wieder an alle meine Creator verlosen. Heißt also, ihr könnt dann bis morgen, also zum morgigen Video, dann einfach wieder halt das gesamte Set hier, die ganzen neuen Items gewinnen. Alles, wie gesagt, wie immer, was ihr tun müsst, ist einfach nur Snoxy als Creator eintragen. Und wenn ihr das gemacht habt, gerne mal einen Hashtag Creator in die Kommentare schreiben. Haben sich auf jeden Fall einige Leute gewünscht, dass ich das auch mal wieder über die Kommentare mache. Deswegen heute wieder einfach nur Hashtag Creator in die Kommentare schreiben. Werde ich auch gerne jetzt wieder häufiger machen, wenn ihr das euch wünscht. Ja, und dann könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Krampus-Skin. Und zwar, ja, weiter in dieser böse Krampus-Skin für 2000 V-Bucks oder böse. Ich glaube, er ist halt einfach nur der, der die bösen Kinder bestraft. Dann haben wir noch dazu die Hacke, der Göhrenfänger. Und dann noch Knecht Kramprecht für 1200 V-Bucks, der heftige Gleiter. Und dann haben wir noch weiterhin auf einmal die Lebkuchen-Sets drin für 1500 V-Bucks. Einmal den männlichen, den weiblichen natürlich. Beide haben diesen kleinen Lebkuchenmann auf dem Rücken. Und dann noch die Hacke, die Plätzchenform. Und auch den Gleiter dazu. Zack. Der Lebkuchengleiter für 500 V-Bucks. Genau, das gesamte Lebkuchen-Set ist nochmal zurück. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man nochmal die Chance hatte, falls man jetzt vielleicht die Tage nicht da war. Heute ist generell so ein absoluter Weihnachtsshop. Ihr seht schon nur Weihnachtsskins drin. Eigentlich, ja, ist ein Weihnachts-Only-Shop heute. Auf jeden Fall haben wir dann noch die Zuckerhacke drin für 1500 V-Bucks. Die war ja zuletzt, glaube ich, so vor einer Woche Zucker drin.
Genau, die Zuckerhacke, dann noch die Zuckerstange als das ist die Lackierung. Ja, ich kann mir hier kurz das Modell zeigen. Ich denke, es haben inzwischen so gut wie alle gesehen. Dann haben wir noch den Rotnasen-Ranger. Dieses Rentier schaut auch eigentlich ganz lustig aus. Für 800 V-Bucks auf jeden Fall ein super Preis. Und dann haben wir einen neuen Emote drin. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Der vorhin stand hier noch neu. Inzwischen ist es so, dass wenn man sich die kauft, ich glaube, das war vorher nicht so. Inzwischen ist es, glaube ich, so, dass wenn man die sich kauft, das dann nicht mehr neu dasteht. Also auf jeden Fall ist das auch ein neuer Skin. Und ich würde sagen, ich spiele einfach mal ab. Achtung. Not so amused. Ja, ein ganz cooler Emote für 200 V-Bucks auf jeden Fall absolut in Ordnung. Ist halt eher so ein Fun-Emote. Passt eigentlich ganz gut zu Weihnachten. Ist so ein bisschen wie das Popcorn-Essen oder sowas. Also jetzt nichts Krasses, aber ich finde für 200 V-Bucks auf jeden Fall gibt es da schlechtere Emotes, die 200 kosten. Jetzt auch passend zu Weihnachten. Habe ich mir also gegönnt. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr jeden Morgen eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Lohnt sich also. Und jo, da könnt ihr auch wieder jetzt rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet. Also Top oder Flop. Von mir auf jeden Fall ein Top, weil so viele Weihnachtsskins hatten wir auf jeden Fall noch nie drin. Finde ich sehr, sehr cool, dass es nochmal jetzt wahrscheinlich zum Ende von Weihnachten oder jetzt zum Highlight von Weihnachten es nochmal alle Weihnachtsskins oder die meisten Weihnachtsskins jetzt nochmal drin gibt. Und da kommen wir jetzt zu einem weiteren Highlight, und zwar löse ich jetzt das große Gewinnspiel auf. Ich hatte ja über die letzten 24 Tage eine Konsole deiner Wahl verlost, also eine PlayStation-Xbox-Nintendo Switch, je nachdem, was der Gewinner da haben möchte oder beziehungsweise halt schon hat. Ich werde auch in Zukunft noch weitere solche Sachgewinne machen, also dass man halt Konsolen oder Controller und sowas gewinnen kann. Das werde ich gerne in Zukunft noch häufiger raushauen, wenn ihr das wünscht. Und genau, der Gewinner von diesem erstmaligen großen Hardware, würde ich schon fast sagen, Gewinnspiel, ist die liebe Emilia01. Sie hat das Ganze gewonnen. Sie hatte dieses Bild hier geschickt. Vielen, vielen Dank an dich und auch herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir schon eine Nachricht geschickt. Also schau unbedingt mal rein. Es geht nämlich darum, was du halt jetzt haben möchtest und wie ich dir das zuschenken kann. Wenn du möchtest, signiere ich dir das Ganze auch. Und jo, da können wir mal gerne irgendwie im Stream oder so, wenn du möchtest, zusammen eine Runde spielen. Das können wir auch gerne mit dann weiteren Gewinnern machen, dass ja wir halt dann auch mal irgendwie im Stream oder auch für ein Video irgendwann mal zusammen eine Aufnahme machen oder so. Und ja, dann könnt ihr da gerne mitspielen, wenn ihr gewonnen habt. Und ich löse natürlich noch schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich ja auch nochmal 100 Euro verlost. Die will ich ja jetzt hier nicht unterschlagen. Und zwar ist der Gewinner vom gestrigen Video der liebe Altino2. Er hat das hier gesendet auf Instagram. Danke an dich auf jeden Fall. Und du hast jetzt dann die 100 Euro gewonnen. Wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir auch schon geschrieben, also schau auch dort mal bitte rein. Und ihr könnt natürlich auch heute, wie gesagt, wieder dieses ganze Paket hier gewinnen mit den ganzen Skins. Ich werde das jetzt auch weiterhin so machen, dass immer wieder neue Skins rauskommen. Ich die komplett verlosen werde. Alles, was neu rauskommt, haue ich einmal komplett raus. Und jo, deswegen auch heute wieder, wie gesagt, könnt ihr das eintragen, Snoxy als Creator eintragen und ein Hashtag Creator in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gemacht habt. Und dann könnt ihr dieses Set hier gewinnen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Ganze. Und wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal an die Gewinner. Und ich werde dann auch in Zukunft nochmal weitere so krasse Gewinnspiele machen. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt noch ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören uns spätestens morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Und auf die Endcard blende ich euch jetzt noch ein Video von gestern ein. Da habe ich nämlich die nächsten Top 5 Skin-Kombinationen vorgestellt. Also klickt unbedingt mal drauf. Hier einfach jetzt auf den Bildschirm klicken. Das ist hier die Endcard. Klickt drauf und dann würde ich sagen, hören wir uns dort. Bis dann. Tschüss. Du hast noch nicht draufgeklickt. Los, drück drauf. Tschüss.